Hallo liebe Leser, wir sind heute am winterlichen Lachersee und wollen ein kleines Duell austragen. Ich mit einem Dropshot-Rig und einer anständigen Angel und Dominik. Und ich wieder mit meiner Baitcast-Spielerei und Texas-Rig, wohl aber mit Stahl wegen den vielen Hechten hier. Naja, das gucken wir uns gleich nochmal an, ob das so viele bei dir werden, aber... Ich will ja gar keinen. Wir schauen. Alles klar. Gut, auf geht's. Dann lasse ich heute mal Burger. Ich habe eine schöne Entzündung im Schultergelenk und lassen wir ihn mal rudern. Ja, und den Anker muss ich dann wohl auch machen, ne? Ja, ich bin Student, ne? Ich bin hier nicht für die Arbeit zu haben. Ich bin nur zum Fischen hergekommen, um Burger abzuziehen. Haben wir das perfekte Topwater-Vorfach. Schön angeknotet, nur leider das Bullet vergessen. Also Bullet ist dann ein Blei, ne? Ja. Für alle, die nicht so viel mit diesem Kinderkram angeln. Er hat im Dezember tatsächlich einen Rig gebaut ohne Blei. Das kommt davon, wenn man... Ist ja nur 17 Meter tief, wo wir angeln, oder 15. Kein Problem. Passt schon. Die großen Barsche kommen auch hoch. Genau. Das kommt halt davon, wenn man einen Student vor 12 Uhr mittags aufstehen lässt. Ersten Ankerplatz gemacht, eine kleine Erhebung unter Wasser. Ist immer ganz gut, gerade im Herbst, dann stehen die Barsche da oft gedrängt dran. Also wir haben es schon auf Barsche abgesehen. Ich schätze mal, wir werden auch den einen oder anderen Hecht fangen, aber wir gucken mal, ob überhaupt Fische da sind. Mein Superköder ist montiert, damit werde ich auf jeden Fall was fangen. Und ich glaube, Dominik hat da so einen komischen Krebs dran, aber davon wollen wir gar nicht erst sprechen. Ich muss gerade mal fragen, wie heißt denn der? Der sieht lecker aus. Ah, da ist schon Interesse. Ich merk's. Ich habe also gerade eine Boje geschmissen. Die siehst du da vorne, so eine rote Wickelboje. Da ist unser Platz zu Ende. Das ist hier so ein Unterwasserrücken, der hier in den See reinläuft. Da sind so 15 Meter ungefähr und das geht in die Richtung zum Ufer hin. Steigt der langsam an auf 10, 11, 12 und links und rechts geht es jeweils runter auf 25, 30 Meter. Also es ist so ein relativ schmaler Streifen, der relativ lang ist und da schätze ich mal, wird der eine oder andere Räuber wohl draufstehen. Das heißt, wir können in beide Richtungen schmeißen. Ja, wollen wir mal sehen, was abgeht? Klingt jedenfalls vielversprechend hier. Halte ich nur fest, um wirklich genau zu spüren, wenn der Köder auf Grund kommt. Mache ich auch zwischendurch manchmal, wenn ich den Köder anjigge und einfach liegen lasse, um halt auch wirklich ganz feine Bisse zu spüren. Ich habe gerade ein bisschen Schnurbogen drin und dann ist halt oftmals die Bisserkennung über den Finger noch um einiges deutlicher als nur über die Rute. Totaler Käse, hier gibt es keine Fische. Mhm. Deswegen ist auch das Echolot aus, damit ich nicht sehe, dass es hier keine gibt. Mhm. Hat er schon recht. Ich mir gerade ein bisschen blöd vor. Ich habe hier meine kleine Dropshot-Kiste dabei mit so ein paar Köder an. Aber das da. Ja, gefangen hast du auch noch nichts mit dem ganzen. Doch. Kram. Nur heute nicht. Ja. Komm, ich suche mir einfach einen aus, das merkst du gar nicht, dass eine Tüte fehlt. Hier, zack. Ne, die kannst du wieder haben. Gerade ein Biss verschlagen, aber der nächste Biss folgte sofort. Das ist das Dropshot-Blei, noch kein Riese, das macht aber nichts. Aber man sieht schon, die Barsche haben ganz viele Egel überall drauf, hier auf den Flossen und so. Ja, 1-0 für Dropshot, ganz klar, ne? Dominik wirft zwar auf meinen Platz gerade, aber kein Problem, ich fange da gleich den nächsten. Hier auf der Raw Finesse haben wir auch noch schön die PB-Marken, sprich 53 cm heißt es heute bei mir zu knacken. Burgers PB kenne ich nicht, aber vielleicht haben wir Glück und knacken den auch noch. Er ist kleiner, sag wohl. Ja okay, er ist kleiner, aber knacken wir halt beide. Ja, die Köderführung ist jetzt gerade auch relativ stumpf. Ich habe einen Flash J Shad in 3 Inch am Texas Rig und den jigge ich jetzt auch mehr, als dass ich
jetzt irgendeine spezielle Führung mache. Ich jigge ihn halt an und lasse ihn halt liegen, dass er halt durch dieses Freischwingen am Haken auch langsam umkippen kann. Und meistens kommen halt gerade in dem Umkippen die Bisse von den Barschen. Beim Flashjay, wenn ich den jetzt so am Texas Rig jigge, setze ich den Anhieb auch direkt. Wenn ich jetzt einen Krebs fischen würde, dann warte ich meistens so 1 bis 2 Sekunden, dass sie den auch richtig zusammengefaltet haben und auch wirklich drin haben. Jetzt ist noch die Frage, warum ich gerade auch im Winter noch die Baitcaster nach Statio bevorzuge. Na gut, Weitenvorteile habe ich vielleicht nicht unbedingt. Ich komme aber ziemlich auf dieselbe Wurfweite wie mit einer Statio. Und ich finde halt einfach die Lage in der Hand ist viel angenehmer. Gut, man friert sich schon mal hier und da einen Finger ab, aber wofür gibt es gute Handschuhe? Für mich zeichnet sich eine gute Baitcaster gerade durch das Bremssystem aus beim Wurf. Es muss wirklich präzise funktionieren, dass man halt auch leichte Köder gerade beim Barschangeln sauber werfen kann, ohne große Perücke zu haben. Dazu sollte man halt im besten Falle eine Magnetbremse haben. Die kann man auf, was weiß ich nicht, wie viele Stufen unterschiedlich einstellen. Also das Feintuning ist da besonders gut. Und was auch besonders wichtig ist, ist eine vernünftige Schnurverlegung, dass im Wurf die Schnur auch wirklich sauber abläuft, ohne großen Reibungswiderstand. Das ist so für mich mit das Wichtigste, was eine Baitcaster ausmacht. Die Statio führt ja 1-0. Deshalb darf ich mich zurücklehnen und ein bisschen essen. Zu Kräften kommt für den nächsten Barsch. Ich habe jetzt gerade beim Dropshotten das Problem, dass mir 2 Vorfächer hintereinander weggeflogen sind beim Werfen, weil ich muss das Dropshot natürlich aus Stahl binden und der Haken, den habe ich mit 2 Quetschhülsen fixiert, der arbeitet da so viel an der, am Stahlvorfach, ich muss ja auch ein dünnes nehmen, weil wir auf Barsch angeln wollen, das darf ja nicht so auffällig sein, dass das dann irgendwann an meinem Wurf einfach wegfliegt. Deshalb, das nervt mich und ich mag auch nicht so gern mit solchen Schwachstellen in der ganzen System arbeiten. Wechsle ich jetzt auf Jiggen, also ganz normal Stahlfach lasse ich dran, Bleikopf mit Gummifisch und Dominik wechselt auch seine Montage. Statt Texas Rig, tüdelst du jetzt was an die Angel? Ich bin mir jetzt gerade einen Carolina Rig am Zusammenbauen. Das ist im Endeffekt ein Texas Rig, nur noch mit einem Vorfach hinter dem Blei, dass der Köder halt eine langsame Absinkphase hat. Also sprich das Blei und die Perle, die erzeugen das Klacken, was so diesen akustischen Reiz auslöst. Gerade dieses langsame Absinken vom Köder, wenn das Blei aufgrund aufgetroffen ist, ist absolut tödlich für Barsch. Ja, Problematik Hechte im Barschgewässer oder andersrum, Barsch im Hechtgewässer. Ich muss natürlich mit Stahl angeln. Da ist meine Barschausrüstung, sieht dann folgendermaßen aus. Vorne natürlich ein dünnes Stahlvorfach, so 5 Kilo Tragkraft habe ich da, also wirklich ein ganz dünnes, schwarzes. Dann kommt ein Fluorocarbon-Vorfach und das Ganze verbinde ich hier mit dem Albright-Knoten. Das hält also ganz gut, gerade wenn man nicht so harte Routen verwendet, ist das völlig in Ordnung. Dann kommen so 1,5 Meter Fluorocarbon-Vorfach und dann die gewünschte geflochtene Schnur. Habe ich zwar 2 Knoten im System, aber es ist sehr, sehr viel unauffälliger als geflochtene mit No-Knot, mit Wirbel, mit Quetschhülse und allem da dran. Das ist für Barsch überhaupt nicht gut. Also je weniger das Ganze auffällt, desto besser. Und ich habe aber trotzdem die Vorteile, dass da auch ein Hecht beißen darf. Den fange ich dann auf. Ich bin ganz froh, dass ich wieder jiggen darf und nicht mehr mit Dropshot angeln. Naja, muss, ich habe es mir selbst ausgesucht, aber der Vorteil beim Jiggen ist ja ganz klar, man kann viel schneller Flächen abangeln. Jetzt hat es heute ja noch nicht so besonders gebissen und dann komme ich mit dem Dropshot immer so ein bisschen dumm vor, weil man nuckelt da ewig auf der Stelle rum mit dem Köder und hat irgendwie bei jedem Wurf das Gefühl, der dauert eine Stunde und ich habe irgendwie verpasse hier jegliche Fischaktivitäten rundherum. Und das ist beim Jiggen ein bisschen besser. Jedenfalls für mein Gefühl. Guck nicht auf mich, guck lieber, was der Vogel macht. Der hat irgendwas dran. So. Irgendwas ist gut. Fisch natürlich. Oh. Da ist endlich der kleine Hecht, den ich hier den ganzen Tag schon vermisst habe. Also das ist jetzt wirklich ein ganz kleiner Hecht. Und den wollen wir auch mal ganz schnell losmachen. Ja, komm mal wieder rein. Ein Fisch noch auf gejiggten Köder, ein ganz kleiner Hecht. Nicht gerade die Größe, die wir uns vorstellen, aber seit langem mal wieder ein Biss. Ein Wort zu den Ködern, die wir jetzt gerade verwenden. Also jetzt habe ich ja gewechselt aufs Jig-Angeln mit einem Bleikopf. Und für Barsch nehme ich da eigentlich fast immer denselben Ködertyp. Schlanker Köder mit einem relativ kleinen Schaufelschwanz, der aber schon Aktion macht. Also da gibt es natürlich verschiedene Modelle. Eigentlich alle so um die 8 bis 10 cm. Je nachdem, was man da schön findet und
bisschen natürliche Farben, da brauchen wir auch nicht unbedingt grelle Farben dabei und nicht zu viel Aktion. Also ich sag mal, dieser typische Copyto mit dem Riesenhammerschwanz, den mag ich nicht so gern, aber für Barsch so ein bisschen Aktion muss dann schon drin sein, das ist ganz okay. Im Gegensatz dazu beim Dropshotten halte ich das etwas einfacher, da fische ich eigentlich so gut wie nur Gummis mit einem Pintail hinten, also ohne Schaufelschwanz, ohne alles, bloß spitz zulaufendes Ende, weil durch diese Dropshot-Führung, die Aktion, die man mit der Rute macht, dieses Wackeln, bekommt der Köder, der hinten schlank zuläuft, dann eben wesentlich mehr Aktion. Diese Schaufelschwänze laufen eben besser unter Zug und so ein Pintail besser, wenn man ihn so ein bisschen zuppelt und nuckelt und da auf der Stelle führt. Und da benutze ich die dann ganz einfach. Ich hatte ja heute die qualvolle Aufgabe, mit dem Texas Rig und Carolina Rig zu fischen. Generell bin ich ein Fan von Krebsen, aber jedoch muss ich sagen, dass ich beim Carolina Rig lieber Fische bevorzuge, beziehungsweise Fischimitate oder ganz schlanke Krebsimitate. Das Coole ist natürlich jetzt bei dieser neuen Generation von Gummiködern, dass die halt auch teilweise wirklich umweltverträglich sind und frei sind von ziemlich krassen Chemikalien, wie sie bei alten Gummifischen noch vorkommen. Das kann man dann zum Beispiel hier oben an diesen zwei kleinen Logos erkennen, an Feco und Eco, dass sie halt einfach umweltverträglicher sind fürs Gewässer. Sprich, da muss man nicht so die Bedenken haben, wenn man mal einen im See versenkt. Ich habe wohl einen Biss bekommen. Es ist nicht der erwünschte Barsch. Es ist ein Hechtchen. Ich hake ihn mal über dem Wasser ab, falls er runterfällt. Dann so. Ja. Ja, kleine Gummis, dann fängt man auch mal kleine Hechte. Dafür angle ich aber mit Stahl. Das ist, weil diese kleinen Hechte haben wirklich spitze Zähne und dann so ein dünnes Mono-Vorfach für Barsch. Das ist dann auch ganz schnell durch. Film sie woanders, hier tut sich nichts. Machen wir mal den Endstand. Monsieur Dr. Domeyer, 3. Und ich muss zugeben, dass ich noch mal schön abgeschneidert habe, aber tut man ja zu selten im Jahr, muss auch mal sein. Also. Wobei wir ja eigentlich Barsch angeln wollten. Ich habe jetzt einen Barsch gefangen mit Dropshot. Also ich glaube, wir vertagen das vielleicht nochmal und versuchen das einen anderen Tag, weil so aussagekräftig war es jetzt nicht. Nee, also lassen wir es mal eher bei einem 1-0 stehen und ich hätte lieber mehr bluten sehen heute. Einen das Barsch werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ja. Das kriegen wir schon noch hin. Mit mehr Barsch. So, der Verlierer schwimmt zurück, hast du gesagt, ne?